Hallo, mein Name ist Jakob Semere. Ich grüße heute in den Tuxtagen 23. Ja, ich darf Ihnen heute das Thema Open Psyllium vortragen. Und hier geht es um das automatisierte API-Management eben. Quasi Schnittstellen über die Oberfläche, über einen Connection Wizard, anstatt eben ein API-Skript. So. Aber zunächst mal, bevor ich in das Thema tief eintauche, möchte ich gerne über die Firma was erzählen, wo ich selber angestellt bin. Bacon ist selber ein Dienstleister für Digitalisierung, IT und in der Telekommunikation. Wir haben über 30 Jahre Erfahrung, haben mehr als über 100 Kolleginnen und Kollegen, sind über drei Standorte verteilt. Ich selber sitze in Fulda, sind zu 100% in privater Hand, haben mehr als 500 aktive Kunden und bei den Dienstleistungen, die wir anbieten, nutzen wir Produkte und diese Produkte nutzen wir von den Partnern, wo wir dann auch eine sehr starke Partnerschaft eben haben. Genau. Und die Themen, die wir quasi als beratende Dienstleister hier anbieten, sind in den Bereichen hier aufgeteilt. Da kann man ja auch mal sehen, was dann dazu sozusagen noch darunter fällt. Und die Tools, die wir dazu nutzen, habe ich jetzt eben auch eingeblendet, sind dann jeweils in der äußerlichen Blase zu finden. Da gehe ich jetzt nicht tiefer mit ein. Wer gerne was über die Bacon erfahren möchte, besucht uns doch gerne auf unserer Webseite. Die steht jetzt hier unten mit www.bacon.de. Ansonsten auch gerne zum Schluss blende ich meine Kontaktinformationen ein, da kann man mich gerne auch jederzeit erreichen. Genau. Und jetzt kommen wir zum Thema OpenSilium. Ja, ist ein Stück weit auch über unsere Dienstleistungen, die wir gemacht haben, also durch die Erfahrungen entstanden, die wir so haben. Die Integrationsplattform für Daten und Applikationen. Wir verbinden im Endeffekt Applikationen, versuchen möglichst einfach zu halten, die Integration selber. Genau, und hier sind nochmal ein paar Stichpunkte zu dem Thema, verbindend Applikationen. Genau, also man sieht hier in der Mitte eben OpenSilium und da sind Animationen, die dann die Daten zeigen, die hin und her laufen. Wir transformieren die Daten dabei auch, bedeutet, dass wir eben quasi eine Kommentierung der Daten quasi beim Übergeben durchführen oder durchführen lassen. Wir sprangen starre Schnittstellen, bumm, genau, indem wir einen sehr generischen Ansatz eben hier verfolgen. Wir erlauben eine Prozessautomatisierung, indem wir Schnittstellen auch als Chain sozusagen verknüpfen können. Und dann liefern wir sehr, sehr viele Templates eben aus. Ah ja, das Thema hatte ich schon das letzte Mal. Mein PowerPoint ist gerade unglücklicherweise abgestürzt, aber das ist immer an derselben Stelle, habe ich das letzte Mal erfahren. Muss leider noch mal ganz kurz meine PowerPoint noch aufmachen. Dauert wahrscheinlich nur Sekunden. Kann aber währenddessen vielleicht auch noch mal, oh, da kommen Druckstage und rein damit. Genau. Jetzt an der Stelle stehen geblieben. Genau, ich würde das vielleicht hier nochmal an der Stelle einfach mal so zeigen. Genau, also wir liefern Templates eben aus, um eben fertige Schnittstellen schon quasi als Template zur Verfügung zu stellen, die man dann auch im Wesentlichen danach noch weiter verändern kann, anpassen kann, etc. Wir erleichtern eben einen Wechsel auf neue Applikationen, indem man einfach Schnittstellen hier für beispielsweise zwei verschiedene Ticketsysteme, zwei verschiedene CMDB-Systeme nutzen, um dann Daten von einem CMDB in die andere CMDB zu spielen oder von einem Ticketsystem in das andere Ticketsystem. Genau, also solche Use Cases haben wir auch als Template eben abgestellt. Und dann haben wir auch noch mal die Möglichkeit, individuelle Applikationen eben bereitzustellen, beziehungsweise Verbindungen zu individuellen Applikationen. Das sieht man hier jetzt quasi in der Mitte. Und genau. Jetzt gehen wir doch mal auf unser Integrationsbeispiel. Da kann ich das ganz gut erklären oder zeigen, was OpenSilium eigentlich so macht. Also grundsätzlich ist OpenSilium von der Sache ja immer zentral abgelegen. Und wir wollen jetzt hier in dem Praxisbeispiel mal ein Thema durchgehen, wo wir Dinge aus einer CMDB rausziehen und dann in das Ticketsystem schreiben. Also das ist sozusagen, kann man sich das vorstellen, Verknüpfung immer jeweils
jetzt für aus OpenSilium-Sicht natürlich, weil die Verbindung von all OpenSilium aus getriggert werden. Quasi OpenSilium macht Getter-Operationen in Richtung CMDB, macht aber Post-Put-Operationen in Richtung Ticketsystem. Ja? So kann man sich das Ganze vorstellen. Und dafür geht jetzt mal in das Praxisbeispiel rein. Genau. Und hier müsste man jetzt mal das OpenSilium-System sehen. Ich werde das mal gerade mal hier rüberziehen, damit man auch alles sieht. Das ist die Web-Applikation. Ich will auch ganz kurz mal was über die Architektur erzählen. Und zwar ist eben OpenSilium, wie schon bereits gesagt, aus einer, wie soll ich sagen, aus der Erfahrung entstanden, die wir gemacht haben als Dienstleister. Und genau, wo wir halt sehr, sehr viele Schnittstellen gebaut haben und immer gemerkt haben, dass wir eigentlich diese Schnittstellen nicht wieder verwenden können und die auch nicht wie soll ich sagen, die auch nicht so ganz verwaltbar waren für uns, ja, weil wir halt immer gesehen haben, dass Schnittstellen sich auch historisch weiterentwickeln können und doch jeder andere Kunde seine eigenen Ideen hat. Deswegen haben wir hier einen sehr generischen Ansatz gewählt. Da will ich deswegen auch nochmal hier gerade die Story dazu, damit man das versteht, warum wir uns dafür entschieden haben, ist eben genauso aufzubauen oder warum wir genau diesen Weg gegangen sind. Und zwar ist die Idee jetzt hier letztendlich, dass wir sagen, okay, wir wollen hier keine 1-zu-1-Lösung abbilden, wo sage ich, eine Schnittstelle anbieten, die genau nur zwei, drei Optionen hat, sage ich mal, um Dinge zu tun. Ja, also beispielsweise Daten auf drei verschiedene Arten, sage ich mal, in das Zielsystem zu übertragen, sondern eben, dass man sehr tief dann auch auf Attributebene gehen kann und sagen kann, hey, ich möchte eben noch im Präfix an einem bestimmten Attribut hängen. Ich möchte das Status-Mapping anpassen und und. Also wir machen da einen sehr generischen Ansatz. Aber das Problem auch an der Stelle ist natürlich, dass wir durch diesen generischen Ansatz auch eben eine komplexere Art und Weise vor uns haben, um das Ganze auf der Oberfläche eben darzustellen. So, dann schauen wir noch mal rein. Und zwar ist das jetzt hier die Oberfläche. Und hier in der Oberfläche findet man zum einen erstmal das Dashboard. Also auch irgendwie im Praxisbeispiel auch nochmal hier kann man eben zentral eben das OpenSilium-System sehen. Und dann sieht man verschiedene andere Applikationen, die so seitlich hängen oder an OpenSilium angebunden sind. So kann man sich das Ganze vorstellen. Das Thema OpenSilium, also ich habe ganz vergessen, ich wollte was über die Architektur erzählen. Und zwar finden wir hier das Frontend. Ja, das ist ein webbasierte Frontend, was in React.js geschrieben worden ist. Ja, ein JavaScript-Framework. Und dann haben wir im Backend quasi ein Spring-Framework, ja, in Java geschrieben. Und ja, beides Frontend und Backend sind allein schon über eine Schnittstelle komplett miteinander verknüpft und sprechen auch über eine Schnittstelle miteinander. Also auch da nochmal zu sehen, dass wir das Schnittstellenthema auch weit in OpenSilium eingeflechtet haben. Und andere Dinge wie zum Beispiel Datenbanken und so weiter haben wir auch über Schnittstellen gemacht, wo wir gesagt haben, wir machen die Kopplung der Architektur so lose, dass wir im Zweifel Tools auch irgendwann mal austauschen können. Beispielsweise haben wir jetzt, seitdem wir mit OpenSilium rausgegangen sind, das war 2017, haben wir gemerkt gehabt, nee, das ist 2017, das war 2019, das wollte ich sagen, 2019 sind wir mit OpenSilium rausgekommen, 2017 haben wir quasi mit der Planung quasi angefangen und seitdem haben wir auch schon sehr, sehr viele Tools ausgetauscht. Also, wer jetzt die 3.0er, OpenSilium 3.0er mitverfolgt hat, hat man vielleicht gesehen gehabt, dass wir da eben schon das erste Tool ausgetauscht haben. Und das war eben Node.js, das haben wir komplett rausgenommen. Das war für uns sehr, sehr Ressourcen, ja, hat sehr, sehr viele Ressourcen genommen aus der Web. Und deswegen haben wir uns eben dagegen entschieden, hat aber nicht so wirklich viele Vorteile. Werden in Zukunft jetzt auch großen Datenbankwechsel machen von Neo4j ins MongoDB. Aber das nur so am Rande für die Community, die da schon länger dabei ist. Ansonsten haben wir, wie gesagt, alles sehr, sehr lose gekoppelt und können jederzeit auch dann eben Anpassungen machen bei den Technologien. Okay, thematisch
haben wir das Ganze konzeptionell, haben wir das Ganze eben in drei Themen aufgebaut im Menü, um dann auch quasi keine so viel möglich Komplexität eben hier rauszunehmen. Und da sprechen wir einmal hier in der linken Menüleiste von den drei Themen: Konnektoren, Connections, Schedules. Admin-Bereich, wie jedes andere Tool auch, wo eine User, ne, also User-Verwaltung ist, etc. Aber das sind im Prinzip die drei Themen. Unter Konnektoren findet man eben alle ja, Applikationen wieder, wo wir quasi eine Verbindung aufgebaut haben. Hinter jeder einzelnen Konnektor verbirgt sich ein Invoker-File, wo wiederum die API-Beschreibung hinterlegt ist. So, kann das Ganze mal hier in einen Kachelmodus zeigen. Und zwar hat man hier also quasi verschiedene Konnektoren schon angelegt. Das heißt, hinter einem Konnektor, suche jetzt mal das Richtige raus, das wäre jetzt IDURT in dem Fall. Können auch, wie gesagt, mehrere Konnektoren zu demselben System haben, weil das noch nicht so ganz unique ist. Unique wäre dann die API-Beschreibung dahinter. Wenn wir jetzt mal in einen reinklicken, dann sehen wir mal über Update, dann sehen wir mal, was da drin steckt. Und zum einen haben wir einen Titel vergeben, logischerweise, und dann haben wir hinten einen Invoker, den wir aussuchen. Das ist nichts anderes als die API-Beschreibung selber zu dem Tool. Das heißt, hinter diesem Invoker-File steckt die Beschreibung in einer XML-Form, welche Credentials sozusagen verwendet werden und ja, was alles dafür getan werden muss. Und genau. Und auch Beschreibungen, wenn die dann auch richtig hinterlegt sind. Und ich kann jetzt mal hier in unserer Invoker-Liste mal schauen. Wir haben ja sehr, sehr viele Tools hier hinter. Beispielsweise mal ein Check im K2 mal reingehen oder Cornerstone etc. Ja, also wir haben ja da schon ein paar Tools, die da verwendet werden können. Und genau, und jeweils verändert sich hier auf der rechten Seite dann eben die Abfrage der Informationen, die benötigt werden, ja. Genau. Und ja, hat man das dann gemacht, kann man dann einen Test aufbauen, um dann Verbindung nochmal zu testen. Und wenn das gelingt, dann habe ich eigentlich meinen Connector schon aufgebaut. Das war es dann. Und für den Teil-Konnektoren war es dann in dem Fall schon gewesen. Dann kann ich in den zweiten Punkt reingehen. Das wird jetzt interessant. Hier will ich nämlich meine Connection aufbauen. Und dafür habe ich ein Beispiel mitgenommen: IDURT nach OTS und Jira etc. Das wollte ich ja jetzt gerade zeigen. Das heißt, ich fange mit dem IDURT an. Genau, wenn ich jetzt mal hier gucke, IDURT to OTRS, ja, dann kann ich hier auch reinklicken. Und dann sehe ich hier beispielsweise, dass in Richtung eben OTRS Dinge passieren. Und dann werden also Informationen von A nach B synchronisiert. Und genau, und dann hat man hier eine Art Connection Board, wo man das alles sehen kann. Ich gehe sogar noch einen Schritt mal zurück, weil ich bin jetzt quasi direkt in die Schnittstelle schon reingelaufen. Ich will das gerade mal zeigen, wie es dann für einen User ist, der jetzt bei Null anfängt, ja. Der würde dann hier normalerweise auf Add Connection klicken. Dann kann er sagen, was für eine Schnittstelle er machen will. Also vom Wording her habe ich mich dran gewöhnt, dann immer so quasi ein Wording reinzubauen in den Namen, aber das ist natürlich sehr individuell, das kann jeder sich selber aufbauen. Das sagt dann mal IDURT to OTRS, um dann irgendwie auch die Richtung darzustellen, die auch jetzt hier in dem Fall wichtig ist. Ich habe hier meine Konnektorenliste und sage dann halt, was mein Quellsystem und mein Zielsystem ist. Also an den Pfeiler erkennt man auch, wie das gedacht ist, from to Connector. Und dann sage ich, ich möchte von IDURT etwas ziehen und möchte das Ganze nach OTS synchronisieren. Und dann kann ich, ich setze mal, Tux-Target-Text, da kann man das Ganze mal durchspielen. Dann habe ich hier einen Expertenmodus oder ich habe ein Template. Und bei dem Expertenmodus ist das so, dass ich quasi hier unten, das ist dieser Connection Editor, wo dann halt die ganze Intelligenz dann aufgebaut wird oder die ganze Logik. Da kann man bei Null anfangen. Ich kann hier also irgendwo reinklicken, also für die IDURT API-Calls quasi. Und dann findet sich quasi ein Block wieder und ich kann dann quasi die IDURT API-Operation aus dem API-Handbuch, den wir in den Konnektoren drin stehen haben, eben mir was aussuchen. Das ist quasi ein API-Request jeweils. Ich kann sagen, ich möchte den Objects-Read ausführen in IDURT, um Objekte eben zu holen über einen API-Request. Auf der rechten Seite sehe ich dann die Details
und kann dann sozusagen in die Response-Werte reinschauen und schauen, was ich so zurückerhalte, wenn ich diese API-Abfrage mache. Dann sehe ich, aha, es gibt also ein Result als Datentyp und dann gibt es ein großes Array mit eben diesen Properties, die hinterlegt werden und kann dann daraus schließen, okay, ja, so sind also das ist eine Datenstruktur, die ich zu erwarten habe und kann dann eben in Richtung OTS eben dann nochmal den richtigen Operator nutzen, also entweder ein If-Operator oder ein Loop. Ein Loop ist quasi eine Art for each, wo ich dann hergehen kann und sagen, hey, okay, es ist also ein Array, den ich hier zurückerhalte. Dann kann ich quasi aus den vorherigen API-Methoden mir eben dieses Array aussuchen und kann sagen, ich möchte das Ganze durchiterieren. Bekommt den Index i, kann also im nächsten Schritt dann sozusagen beispielsweise ein Config-Item Create ausführen. Jetzt mal ganz billig gesagt, logischerweise muss ich aber vorher prüfen, ob es dieses Config-Item gibt. Aber nehmen wir mal an, das wäre jetzt genauso, dann könnte ich jetzt hier an der Stelle hergehen und sagen, okay, dann weiß ich jetzt auch, wie der Name ist. Ich kann dann hier per Referenzbrowser hergehen. Also das bin ich dann schon schnell gelaufen, oder? Guck mal. Indem ich einen Hashtag eingebe, öffnet sich der Referenzbrowser oder ich kann auch irgendeinen String eingeben, ja. Ich kann sagen, okay, ich möchte jetzt hier eben einen Test reinschreiben und dann wird genau dieser API-Call ausgeführt, was natürlich keinen Sinn macht. Aber ich möchte jetzt quasi eine Datenübergabe machen und dann klicke ich hier auf eben Result und jetzt sieht man hier, dass es da noch eine Möglichkeit gibt mit I und Loop. Und die verwende ich dann, um zu sagen, ich möchte das iterierte Result nehmen und möchte dann an der Stelle eben den Titel nehmen, den Objekttitel und kann den halt quasi an den Namen verknüpfen. Sobald ich so eine Referenz verknüpft habe, finde ich hier eine Art Datenmapping statt. Das heißt, die Variable 0, also ich kann hier mehrere Variablen dranhängen, aber die Variable 0 sozusagen, die Nullte, die übergebe ich dem Result. Und der Result ist sozusagen das, was am Ende dann hier zurückgegeben werden soll. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein weiteres Attribut dranhänge, mache das jetzt einfach mal so, auch wenn das keinen Sinn macht. Nimm noch den CMDB-Status mit rein, dann habe ich hier eine Variable 1. Jetzt könnte ich hergehen und sagen, okay, ich möchte eine Verbindung zwischen Variable 0 und Variable 1 machen. Also eine Art quasi verknüpfen sozusagen, also dass man das zusammen verknüpft, die beiden Strings dann sozusagen und das dann den Result sozusagen hergibt. Das Ganze ist nochmal eine JavaScript sag ich mal, Schnittstelle, wo man sagt, hey, hier kann ich jetzt nochmal, wenn ich ein bisschen Logik einbauen will, wie ein Mapping, Datentransformation und, wo ein bisschen tiefer Logik reinkommt, kann ich das verwenden. Ich kann auch sagen, hey, wenn der CMDB-Status kommt, also ich kann hier auch wirklich mit If-Conditions arbeiten nochmal. If CMDB-Status if war 1 ist gleich, keine Ahnung, true, dann tu irgendwas, ne? Ja, also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Genau, aktuell unterstützen wir hier nur JavaScript, aber das wird dann auch längst letztendlich so sein, dass wir das Ganze auch für andere Websprachen, für andere Skriptsprachen dann noch zusätzlich unterstützen werden. Genau, haben wir das jetzt gemacht, dann werden genau diese API-Calls in dieser Reihenfolge abgefolgt. Also zuerst wird erstmal alles innerhalb von IDOIT sozusagen ausgeführt, um den Data Store aufzubauen und dann kann man die ganzen Sachen in Richtung OTS verwenden. Also von der Reihenfolge ist es quasi von oben nach unten und hier kann man sich das auch vorstellen von der Richtung von oben nach unten. Also hier kann man gut erkennen, hier geht es ja dann eine Stufe runter und alles, was parallel, also alles, was durch den Operator runterläuft, ist sozusagen innerhalb des Operators zu finden und alles, was äußerlich kommt, wird äußerlich ausgeführt. Ja. Okay, aber man kann auch hier das Ganze nicht in den Expertenmodus nehmen, sondern im Template-Modus. Das sind die Templates, die wir sozusagen über unseren Service-Portal auch zur Verfügung stellen. Ist nochmal eine andere Geschichte, aber kann ich später, wenn noch ein bisschen Luft ist, drauf eingehen. Wichtig ist, dass man auch Templates hat und diese Templates stellen schon eine vorgefertigte Verbindung dar. Wenn ich jetzt mal hier rauszoome, dann sehe ich genau diese Art von Algorithmus dahinter. Von verschiedenen API-Operationen, die ausgeführt werden, um Dinge zu tun. Genau. Und das ist jetzt hier so ein Create-Update-Config-Items. Durch ein Workspace, so wie das aussieht. Create-to-create. Genau, vielleicht verwende ich einfach mal das. Und das sieht einfacher aus. Also man sieht allein schon dadurch, IDOIT und OTS,
kannst natürlich verschiedene Szenarien geben oder Use Cases, die man eigentlich synchronisieren möchte. Und hier geht es um Clients als Objekttyp, der wandert dann in Richtung Infrastruktur-Client in UTS dann ein. Genau. Gehen wir mal dieses Beispiel ein. Und genau, und jetzt kann ich das Ganze auch speichern und eben zum Scheduler rennen. Das ist also sozusagen das Letzte, was ich dann eben mache. Und dann kann ich hier sagen, Tage, sage ich mal. Kann hier das Logging ein- und ausschalten. Ich schalte das mal ein. Und kann dann halt eine Cron-Expression hier hinterlegen, um das zeitbasiert ablaufen zu lassen. Möchte ich aber jetzt gerade nicht. Möchte nur manuell. Und dann kann ich eben sagen, erstelle das Ganze. Wenn ich jetzt hier mal nach Tux filter, dann finde ich das Ganze hier. Oh, guck mal. Das hatte ich wohl das letzte Jahr gemacht. Tux Tage, oder? Nee. Gar nicht, was das ist jetzt hier. Na, stelle ich das mal raus. Okay, dann habe ich hier quasi für die Tux habe ich das mal aufgebaut und ich kann das dann jederzeit dann dort durchspielen. Dafür will ich kurz mal erstmal iDuet und OTS zeigen. Also die iDuet-Applikation ist quasi eine CMDB. Ich wurde gerade mal ins Dashboard und die CMDB beinhaltet Config-Items. Und diese Config-Items, also wir haben hier eine Sales-Demo, deswegen sind hier schon Config-Items befüllt. Also ich habe hier oben eine Navigationsleiste, wo ich zuerst nach der Objekttyp-Gruppenliste sozusagen filtern kann. Und dann wandere ich dann quasi beispielsweise in Infrastrukturobjekte rein und sehe dann hier verschiedene Objekttypen auf der linken Seite. Und sehe dahinter dann immer eine Zahl. Daran weiß ich dann, wie viele Objekte dann da existieren. Und genau, das sind alle hier Objekte, die ich hier schon habe. Und auf der anderen Seite kann ich in Richtung Snoody mal schauen, beziehungsweise OTS. Oh, jetzt gehe ich mal in OTS rein. Ich habe da auch so ein Demosystem. Das wäre jetzt in dem Fall Snoony. Ist eigentlich so ziemlich ähnlich. Ist ja ein Fork aus OTS, aber kann ich es. Beides hat dieselbe Schnittstelle. Ich könnte das Ganze auch jetzt hier in Snoony zeigen, aber ich habe das jetzt Ganze für OTS gemacht. Deswegen an der Stelle wechsle ich mal in das OTS-System rein. Wenn es denn erreichbar ist, OTS-Demo. Ah ja, genau. Genau, also es ist sehr ähnlich, nur die Farben haben das jetzt hier angepasst. Was möchte ich eigentlich machen? Ich möchte Dinge von iDuet nach OTS bringen, indem ich das Ganze, die ganzen Config-Items quasi in die hauseigene OTS-CMDB reinbringen möchte. Und jetzt sehe ich hier, dass es Clients gibt. 100 Clients. Wieso auch immer. Genau, und ich möchte hier quasi einen weiteren Client hin synchronisieren. Ich nehme an, dass das hier schon mit anderen Daten sozusagen, also durch andere Schnittstellen auch noch verknüpft worden ist, weil in iDuet habe ich jetzt hier 20 Clients gesehen und in OTS sehe ich 100. Kann mir gut vorstellen, dass das eben aus anderen Systemen auch noch befüllt worden ist. Ja, je nachdem, wie auch immer. Also erstelle ich jetzt mal hier einen neuen Client. Ich nenne ihn jetzt mal Tux-Tage und sage Speichern. Und hinterlege noch eine Person dahinter, die als Kontakt fungieren soll, als Benutzer im Endeffekt. Dann nehme ich mich mal selber als Person und sage, ich bin die Rolle Benutzer. So, was könnte ich noch hinterlegen? Naja, sage ich mal. Habe auch eine Lokation, einen Standort und ich bin irgendwo in Fulda eingesetzt, oder? Ja, genau. Sage ja, das passt. Ich habe hier einen Client, der ist mir zugewiesen und könnte natürlich auch Seriennummer und alles drum dran machen, aber lass es erstmal an die Daten. Genau, und ich möchte das Ganze eben nach OTS verknüpfen. Das heißt, ich klicke hier auf Start. Also wie gesagt, man kann das auch zeitbasiert laufen lassen, aber ich möchte das jetzt gerne hier drüber laufen lassen. Und was ich jetzt noch tue, ist, ich habe jetzt die Logs eingeschaltet. Wenn ich kurz mal zeigen wollte, wie das Ganze dann aussieht in den Logs. Also das ist der Webserver selber und das Backend quasi, wo das Java drauf läuft. Und das möchte ich gerne mal zeigen, wie das Ganze dann abläuft. Wenn ich jetzt hier auf Start klicke, dann fängt er nämlich an, hier API-Requests auszuführen in Richtung iDuet.
Ah ja, eine Sekunde, da ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe da, glaube ich, noch einen Proxy hinterlegt. Ohne Momento. Bin ich gleich fertig. Den Proxy hinterlegt, der nicht mehr funktioniert. Das war vielleicht nicht so schlau. So. Backend musste ich gerade neu starten, deswegen kommt hier gerade diese neue Anmeldemaske. Und wenn ich jetzt mal hier reingehe und mich nochmal neu anmelde. Achso, startet jetzt neu und müsste jetzt wieder da sein. So, such nochmal nach den Tux-Tagen und lass den nochmal starten. Genau, jetzt läuft er hier an. Es ging auch so ein bisschen schnell. Ist ja auch gut, dass er schnell läuft. Genau. Und was er zuerst macht, ist eben, ich will das kurz mal erklären. Also läuft noch im Hintergrund, das sieht man an dem Prozessbar. Also der würde jetzt, also er setzt erstmal ein IDOIT API-Call ab, das nennt sich Objects-Read eben. Dann iteriert er das quasi durch, je nachdem, wie viele Objekte zurückkommen sind. 20 in dem Fall. 21 läuft er 21 mal noch diese Schleife durch und setzt diese beiden API-Requests ab. Das kann ich hier gerne mal zeigen. Kann man auch im Troubleshooting-Fall gut verwenden. Und er führt eben diesen API-Request aus und es gibt dann auch immer die Response zurück. Das sind halt diese Objekte, die zurückkommen. Ihr erinnert euch, in dem Result ist ein Array und dahinter sind die ganzen Attribute. Das kann ich also ein bisschen durchscrollen. Das sehe ich hier eine Art Loop. Und der iteriert das quasi durch und setzt immer in Category Read ein, um dann die Teilinformationen aus diesem Objekt rauszuziehen. Genau, und das macht er dann halt im Hintergrund und setzt dann auch irgendwann in Richtung OTS eben die Config-Items um. Wenn ich jetzt mal in OTS reinschaue, müssten es jetzt 101 sein, wenn alles richtig gelaufen ist. Genau. Und da findet man das neue Objekt wieder, was gerade installiert worden ist. Und das sind jetzt hier die Tux-Tage, sage ich mal. Und genau, und da kann man hier eben dieses Objekt sehen. Und das kann ich dann jetzt wieder in mein Ticketsystem verwenden. Das ist so ziemlich cool. Genau, ich möchte auch gerade mal ein anderes Beispiel zeigen. Und zwar hatte ich ja jetzt gezeigt gehabt, dass ich das Ganze von IDOIT eben in Richtung OTS gemacht habe. Jetzt habe ich gerade gesehen gehabt, dass ich hier noch ein anderes Tool habe, das ist Log Inventory. Das möchte ich gerne mit reinholen. Und zwar ist das jetzt ein bisschen on the fly. Das kriegen wir hin. Genau. Ich schiebe das mal hier rüber, ich nehme das mal raus. Genau. Das Beispiel hatte ich nämlich jetzt hier in den Keylogs-Tagen auch gezeigt gehabt. Und zwar möchte ich gerne eben Log Inventory zeigen. Wenn Sie Log Inventory kennen, Log Inventory ist ein Asset Management Tool und mit dem Asset Management Tool kann man eben auch Clients oder Server inventarisieren. Ja? Und ist eher ein Client Inventory, sage ich mal. Und damit man auch Daten hinterlegen kann. Und ich möchte jetzt gerade das Beispiel nochmal zeigen von Log Inventory in Richtung Data Gary in dem Fall, weil ich da ein ganz gutes Beispiel habe. Und dafür muss ich ganz kurz mal eben auch Log Inventory zeigen. Log Inventory selber ist eine Windows-Applikation und genau, das möchte ich jetzt an der Stelle mal zeigen. Bup, bup, bup. Genau, startet gerade hier in dem Fall. Ah, habe da, glaube ich, gerade Lizenzprobleme, habe das hier Ganze noch in so einer Testversion bei mir laufen.
Und das Log Inventory hat hier zwei Bereiche. Also einmal sehen Sie hier Assets drin, Asset Datenbank. Und diese Assets haben Seriennummern, Inventarnummern etc. Auch Custom Types, also Typen, die erkannt worden sind in den Assets. Und ja, und dann hat man doch die, also zunächst mal scannt man die ganzen Sachen, ja. Und oder es gibt einen Agent, der die Sachen scannen kann. Und dann werden die hier nach zum Log Inventory Server quasi gepusht, also wie beim Inventory Tool eben. Genau, und diese Daten möchte ich jetzt gerne in Richtung Data Gary hinterlegen. Und Data Gary ist ein Tool mit auch Config-Items dahinter. Jetzt sehe ich hier gerade, dass sehr, sehr viele Config-Items schon hinterlegt sind. Dazu gibt es auch einen Job, den ich vorher schon geplant habe, um das Ganze zu löschen. Data Gary Clear Database, genau. Wenn ich den jetzt ausführe, das kann man natürlich auf beiden Seiten verwenden, quasi Schnittstellen. Ich kann jetzt hierher gehen und sagen, hey, und dann ist die ganze Datenbank gelöscht. Das Löschen geht, wie man immer so weiß, immer schneller. Und ich habe hier auch einen Job, nennt sich dann halt irgendwie Log Inventory to Data Gary. Wenn ich jetzt mal hier reinklicke, dann will ich das auch mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Zoom mal hier raus. Das kann man auch mal sehen, wie groß eine Schnittstelle werden kann. Und zwar ja, erkennt man jetzt hier an der Stelle fast gar nichts mehr. Ich hole mir Daten aus Log Inventory. Das kann über einen API-Call funktionieren, weil man hier mit einer, sag ich mal, Filterabfrage arbeiten kann und damit auch Felder sozusagen mit hinterlegen kann. Also auch sehr clever eingesetzt für Log Inventory. Und dann werden die Daten quasi in Data Gary gespeichert. Data Gary ist auch eine CMDB, ähnlich wie iDoIt. Aber als Unterschied hier haben wir quasi in iDoIt bei der Standardinstallation ist das so, ist das Datenmodell ein Stück weit vorgegeben. Das heißt, hier geht man nach Best Practice vor. Ich installiere iDoIt und habe meine ganzen Config-Item-Klassen schon vor mir liegen und auch die bestimmten Kategorien, das sind halt die Attributfelder gruppiert, sage ich mal, für ein Config-Item zusammengefasst, was man hier auch auf der linken Seite sieht. Beispielsweise ist eine Kategorie Buchhaltung und diese Buchhaltungskategorie beinhaltet sehr, sehr viele Buchhaltungsfelder sozusagen und diese sind hier alle hinterlegt, wie gesagt. Und das heißt, ein gewisses Datenmodell wird vorgegeben. Und bei Data Gary ist quasi, fängt man bei 0 an. Und in dieser CMDB ist das so, dass man sein Datenmodell selber konfigurieren kann. Das eine hat natürlich Vorteile und Nachteile. In dem Fall hat das natürlich den Nachteil, dass man bei 0 anfängt. Aber dass man hier sehr individuell das Ganze gestalten kann, auch für verschiedene andere Themen nutzen kann. Nicht nur jetzt im Bereich Infrastruktur etc., sondern dass man hier sehr, sehr individuell arbeiten kann mit Data Gary. Und was wir jetzt hier gemacht haben mit OpenCelium halt, einen Job angelegt zu Log Inventory und eben Data Gary, wo wir quasi einmal die Devices auslesen, also diese jetzt in dem Fall. Ja, und anhand der Typen dann halt quasi und Attributen dann eben das Datengerüst aufbauen. Und das passiert jetzt on the fly. Das eine, also dieser linke Teil, den man jetzt hier sieht in der Schnittstelle, ist das alles ein bisschen sehr kryptisch, aber da läuft hier einmal die Schleife durch mit dem Loop-Operator, um quasi das Datenmodell aufzubauen. Und dann hat man auf der rechten Seite noch einen Loop, wo er dann die Objekte erstellt. Also man sieht hier am Ende des Tages ein Update-Object immer am Ende. Und hier ist es eher ein Add-Type oder ein Update-Category und so weiter. Also da werden halt quasi das Datenmodell aufgebaut. Und genau, wenn ich das jetzt hier mal losstarte, dann kann man das Ganze auch dann ein Stück weit erkennen in Data Gary. Ich refresh mal die Page. Und dann, genau, eröffnen sich erstmal quasi die Typen hier. Die sollten dann langsam so hochgezählt werden. Also erstmal die Kategorien, Entschuldigung. Dann unter den Kategorien finden sich dann die Typen. Das sieht man jetzt hier an der Stelle. Das sind 8 Typen. Genau, das sind jetzt die jetzt hier aufgebaut sind. Und dann irgendwann sollten auch die Objekte reinwandern. Ich synchronisiere nochmal. Und dann sieht man hier 11 Objekte schon mal. Ja, dann sieht man, dass es hier Beispiel ein People gibt. Und da gibt es einen Owner, das bin ich jetzt an der Stelle, Jakob Semjerev. Und ich habe jetzt hier beispielsweise auch diese Felder da aufgebaut. Die werden auch vollautomatisch aufgebaut. Die Properties, sage ich mal. Und
Da werden die ganzen Informationen aus Log Inventory gesaugt. Und da kann man auch Referenzen zu anderen Geräten bauen, wie beispielsweise zum Desktop oder Notebook. Ich habe damit eine Verknüpfung. Und deswegen ist die Verknüpfung so aufgebaut und man sieht halt hier auch eine Summary. Das ist alles Data Gary, sage ich mal, der Thematiken. Und dann ist der Sync, glaube ich, auch schon, ach so, der ist schon durchgelaufen. Und der hat dann im Endeffekt diese Hardware-Typen gefunden und hat die ganzen Hardware-Typen auch aufgebaut. Also man sieht auch hier immer das Operation System beispielsweise. Und wenn vorhanden, auch eine Seriennummer. Genau. Ja, also auch das User Assignment. Also auch auf der Seite sieht man dann wieder zurück, dass dieser Desktop mir zugewiesen ist als Person. Also da kann man ganz gut sehen, wie schön das ganze Thema Schnittstellen ist, ne? Also wie schnell man eigentlich quasi von null eine Datenbank befüllt. Jetzt ist das Ding durch, 56 Objekte genau. Das passt. Okay, ja, so. Jetzt habe ich dieses Beispiel gezeigt. Will noch ein anderes Beispiel zeigen und zwar noch ein bisschen Luft. Das Ganze in Richtung Ticketsystem. Monitoring muss ich leider ausfallen lassen, da mein PRTG-System eben aktuell offline ist. Aber ich glaube, dazu habe ich auch mal Videos gemacht gehabt. Also man kann logischerweise auch in ein Monitoring-System dann halt quasi Host erstellen und so weiter. Also ich zeige das Ganze mal in Richtung Jira Service Desk. Und zwar ist das ja so, dass quasi OTS habe ich ja schon gezeigt. Der mehr, um das kurz mal noch zu beenden, sorry für den Sprung. Wozu synchronisiere ich denn eigentlich die Config-Items in dein Ticketsystem? Der Mehrwert ist ganz klar, wenn ich ein Ticket erstelle, möchte ich gerne eben ein Config-Item mit einem Ticket verknüpfen. Ja, das braucht ein bisschen lange. Das ist der Mehrwert. Also ich möchte quasi im Endeffekt dann, wenn ich ein Ticket erstelle oder ein Ticket reinkommt von einem gewissen User, dann möchte ich quasi schon von dem User die Config-Items sehen und die auch damit verknüpfen. Ja? Und das kann ich dann an der Stelle sehr gut machen. Das heißt, ich klicke jetzt mal ich will einen neuen Connector. Wie auch immer. Ach, ich bin sogar als Kunde hier hinterlegt. Das ist ja toll. Genau, ich bin jetzt hier als Kunde hinterlegt und dann gibt es hier Kundenbeziehung zum CI hinzufügen. Das heißt, dafür müsste quasi ein Config-Item, ah ja, genau, da sind die ja schon. Bisschen länger gedauert und jetzt werden die quasi die Config-Items präsentiert, die mir sozusagen als Person auch zugewiesen sind und kann dann diesem Ticket quasi diese Config-Items zuweisen. Wenn ich weiß, dass es geht um eben dieses Objekt, dann kann ich sagen, okay, es geht mir um diesen Monitor und den möchte ich jetzt quasi mit dem Ticket verknüpfen. Und dann wird eben eine Verknüpfung aufgebaut und hier unten sieht man dann das Config-Item, was dann quasi mit diesem Ticket verknüpft ist und das hat natürlich einen hohen Mehrwert, ja, für ein Ticketsystem. Weil man da mal sehr gute Reports fahren kann, was ist damals mal mit diesem Config-Items gewesen, welche Tickets haben dazu mal, wurden mal aufgemacht. Und dasselbe kann man jetzt mal in Richtung Jira machen. Und zwar in Jira Service Desk kann man auch, gibt es auch so eine Art Asset Management. Es gibt einmal die Asset Cloud, die man verwendet kann. Und dann gibt es das Jira Insight. Oder ja, ich glaube, mittlerweile ist es in der Data Center Version der Lizenz. Heißt das auch Asset Management? Also, es geht hier letztendlich darum, dass man einmal ein Asset Management hier quasi Jira Insight in der Oberfläche hat, wo man das konfigurieren kann. Und es gibt auch einen Jira Asset Cloud, die im Hintergrund fungiert. Da will ich ja gar nicht so tief eingehen. Wichtig ist, dass man halt eben ein Ticket hier aufbauen kann und dann eben ein Config-Item verknüpfen kann. Ja? Und jetzt habe ich hier gesagt Log Inventory Asset. Aber wenn ich hier mal reingucke, da steht kein Treffer, weil diese Config-Item-Datenbank noch leer ist. Aber diese Config-Item-Datenbank kann ich auch befüllen. Habe hier auch einen Call, der nennt sich Jira Asset Clear Database. Den habe ich logischerweise vorher schon ausgeführt gehabt. Und wenn ich jetzt mal hier reinschaue, Log Inventory to Jira Asset, dann kann ich den ausführen. Und was macht der dann im Endeffekt? Der synchronisiert dann die Log Inventory-Daten in die Jira Asset-Datenbank. Wenn ich das dann gemacht habe, dann sollten die mir auch hier zur Verfügung stehen. Das heißt, müsste schon eigentlich in dem Fall so sein. Ich gehe nochmal runter und mache das mal auf und dann sehe ich hier schon, dass diese Config-Items, die ich aus dem Log-Inventory habe, also ich zeige das nochmal ganz kurz, das sind halt vom Wording her genau diese Config-Items hier, diese Assets, sage ich mal.
die werden jetzt quasi hier in Jira synchronisiert. Und das Schöne bei Jira ist, dass der dann erkennt von dem Autor her, welche Config-Items dann sozusagen als erstes dargestellt wird. Also ich bin ja der Autor und wenn ich jetzt hier mal reinschaue, na, ist das dargestellt. Ich mache mal einen Test hier, dass es bin. Aus dieser Übersicht ist das ein bisschen blöd. Ich zeige mal Druckstage. Jetzt erstelle ich das Ticket. Das taucht jetzt hier gleich auf. Genau, also ich kann auch Tickets, die über das E-Mailing kommen, über ein Postfach, kann ich dann auch verknüpfen. Dazu gibt es dann hier unten ein Feld, das nennt sich dann Log Inventory Asset. Dann kann ich das Gerät verknüpfen und dann werden diese Assets dargestellt. Und bei denen, die, wo der Autor sozusagen hinterlegt ist, die werden als allererstes dargestellt. Das kann man hier ganz gut sehen. Und da ich jetzt hier der Autor war dieses Tickets, beziehungsweise es erstellt habe, aber auch der Agent bin, beides gleichzeitig, kann ich einzelne Config-Items eben verknüpfen. Und wenn ich das jetzt gemacht habe, dann sehe ich auch die Möglichkeit, dass ich quasi in Richtung Jira, dass ich erstmal Daten sozusagen nochmal darstelle, die ich aus dem Log-Inventory fische. Und ich kann quasi eine Verknüpfung in das Trittsystem quasi aufbauen, um quasi dann aus Log-Inventory-Sicht eben dieses Gerät darzustellen. Ja, jetzt habe ich hier eine Lizenzverletzung. Aber da muss man mir jetzt einfach glauben, dass jetzt hier, sage ich mal, dann die Daten angezeigt hätten würden. Genau, von Log Inventory. Genau. Also auch hier ein gutes Beispiel und man sieht auch, wie oft dieses Ticket dann eben verknüpft ist. Also so viel zum Thema OpenStudio. Ich würde jetzt gerne mal die Folie noch fertig machen. Ich glaube, ich habe jetzt hier an der Stelle die Vielfältigkeit gezeigt gehabt zu OpenStudio. Wir haben ansonsten noch eine Dokumentationsseite. Gerne mal auf unserer Webseite besuchen und um da mehr Details zu bekommen oder auch gerne mich kontaktieren. Das ist mal die verfügbaren Konnektorlisten. Ich versuche das Ganze doch mal im Fullscreen zu machen. Das ist ungefähr die Liste, die wir jetzt als verfügbaren Konnektoren so zur Verfügung haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch eine Service-Portal-Seite, wo wir so eine Art Open-API-Converter haben, wo jeder auch sich selber einen Konnektor schnell mal automatisiert generieren lassen kann. Genau, ansonsten haben wir unsere Community-Seite auf Slack. Da haben wir drei Channels. Es wird aber langfristig in Discourse reinlaufen, unser Forum. Da jetzt ja schon die Entscheidung, vielleicht für die Community. Genau, dann haben wir noch für Kunden da auch Subscription-Pakete drin, die jetzt sich jetzt nicht mit Schnittstellen zu auseinandersetzen wollen. Die können natürlich durch uns auch da das beauftragen. Genau, ansonsten, ja, sage ich mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ansonsten kann man gerne jetzt hier Fragen stellen. Ich bleibe im Channel, bin im Raum mit dabei. Und andernfalls kann man mich gerne hier auch nochmal kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse findet man hier, die Telefonnummer, Mobiladresse gerne. Und würde mich dann gerne freuen, wenn man sich dann da meldet. Dankeschön.